Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sniper Fury. Unter völligem Ausschluss der Öffentlichkeit labere ich hier trotzdem einfach drüber, wie wir hier weiterspielen. Und zwar, Story können wir noch nicht weitermachen, das heißt, müssen wir upgraden. Aber wir haben jetzt den ganzen Scheiß, um abzugraden, nur wir haben kein Gold, wir brauchen 18.000 Gold. Und wir haben auch keine Rubine, um uns das zu kaufen, das heißt, gut. Da brauchen wir 10.000 Gold, das können wir uns immerhin noch leisten, das heißt, Waffen-Upgrade machen. Und was ich mit Ausschluss der Öffentlichkeit meine, ist, die letzten Videos hat eh keiner geguckt, von daher ist es mir egal, was ich hier laber. Eigentlich könnte ich auch die ganze Folge nur schweigen und unkommentiert das Ganze hochladen. Würde wahrscheinlich genauso viel Zuschauer erreichen, nämlich 0. So, gut. Warum auch immer 0 Leute mich gucken, ich weiß es nicht. Entweder sagt ihnen das Spiel nicht zu oder, keine Ahnung, YouTube ist einfach kacke, weil YouTube immer nur die Großen pusht. Die sowieso schon 100.000 Views haben. Warum kann YouTube nicht jedem kleinen YouTuber automatisch 1.000 Views schenken? Einfach so. Einfach so 1.000 Views. Quasi das Video auf die Startseite pushen, bis es 1.000 Views hat. Das würde vielleicht mal den kleinen YouTubern helfen, wenn, ich sag mal, keine Ahnung, wenn 100 kleine YouTuber 1.000 Views kriegen, dann wären das 100.000 Views, die die großen YouTuber weniger haben. Aber wenn ein großer YouTuber 2 Millionen Aufrufe oder sagen wir mal 300.000 Aufrufe auf ein Video hat und man nimmt von 10 großen YouTubern 1.000 Views weg, ja, und? Meint ihr, das wäre so schlimm? Nein, eigentlich nicht. Aber wie dem auch sei, ich kann es nicht ändern. Stattdessen verteilen wir hier ein paar Kopfschüsse. Was will der denn? Kopfschuss. Ja, das sagt sie auch. Wir sollen einen Schützen schützen. Und über irgendein Thema wollte ich labern, aber naja, gut. An und für sich hat man dann auch keinen Bock, über irgendwas zu labern, wenn sowieso keiner zuschaut. Weil, das Video von gestern, vorgestern und das Video von gestern, keine Views. Das heißt, sagen wir es mal so, ich werde vielleicht einfach mal Sonntag eine Pause einlegen. Das heißt, Sonntag Füße hoch und kein Video. Ansonsten kommen Videos um 15.30 Uhr aktuell. Ja, gut. Und, ja, was soll ich noch sagen? Ich könnte natürlich irgendwas erzählen über... Oh, einmal... Wohin treffen wir den wohl? Natürlich in den Kopf. Wer hätte es gedacht? Oh ja, der zuckt nochmal extra. Oh ja, oh ja. Ah, 2070. Scheinchen? Naja, immerhin ein bisschen was verdient. Weil, oh ja, Waffe ist jetzt verbessert. Das heißt, weiterspielen, Upgrade, Upgrade, Scheinchen, Scheinchen, noch mehr Scheinchen. Wir haben ja irgendwie 30.000 Scheinchen, wo auch immer die herkommen. Ja, und natürlich brauchen wir wieder mal einen Schalldämpfer noch. Das heißt, wir spielen einfach mal die Mission. Vielleicht kriegen wir ja einen Schalldämpfer so nebenbei. Mal schauen. Die UFF hat gerade zwei weitere kommandierende Offiziere auf der Basis begrüßt. Setze der Willkommensparty ein Ende. Oh, wir sind der Partycrasher. Ja, ein Glück, dass hier keine Hochzeiten gibt. Mal sehen, scannen. Nö, ungültiges Ziel, scannen. Denen wird salutiert, also sind die Ziele. Wetten. Wir machen es mal so, wie es im Regelbuch steht, ja. Einer ist tot. Und Sackschuss für den anderen. Wird wahrscheinlich nicht... Oh doch, trifft voll in seine Lendengegend. Boah, der hat da richtig hinten einmal hingeblutet. Ich wollte nicht das andere Wort sagen. Wie dem auch sei, ich bin auch ein bisschen müde. Also es ist jetzt schon irgendwie 21:45 oder so. Und ich sollte vielleicht auch mal früher schlafen gehen als 1 Uhr nachts, wenn man früh morgens wieder aufsteht zur Frühschicht. Aber wem erzähle ich das? Keinem, denn keiner guckt dieses Video. Hahaha. Bestimmt hat dieses Video dann irgendwann ein View oder so. Und vor allen Dingen, das ist auch der Grund, warum ich normalerweise keinem erzähle, dass ich Videos auf YouTube mache. Ja. Ach da. Weil der Grund nämlich folgender ist, wenn die Leute einen abonnieren, die man kennt, und man hat auf dem Video nur ein View, ratet mal, wer man dann denkt, hat dieses Video geguckt. Richtig, die Personen, die man kennt. Und wenn Personen, die einen kennen, einen gucken, dann ist das irgendwie merkwürdig. Also, klar, die Leute können einem direktes Feedback geben, aber umgekehrt, ich möchte doch neue Leute erreichen. Aber irgendwie scheint das auf YouTube nicht zu funktionieren und ich habe wohl nicht irgendwie, weiß nicht, vielleicht habe ich keine gute Ausstrahlung. Keine Ahnung, woran es liegt. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle des Videos gleich mal einen kurzen Cut
wo wir dann entsprechend einmal wohin schneiden, weil wir haben keine Blitze mehr. Und mal sehen, das mit dem Skarabäus, Energie aufhören, nö, ist auch voll. Das heißt, einmal Schnitt. Oh, ich bin auf Rang 423. Die klitzekleine Spinne zieht sich ungeschlagen zurück, was auch immer das war. Februaranmeldung, ein Tag, das heißt, vom 31. Januar 1942, 19.42 Uhr, sind wir einmal zur Aufnahme vom 1. Februar, 11.46 Uhr gewechselt, also einen Tag später. Da ist nämlich die Energie wieder voll, das heißt, wir können wieder weiter dieses Schakalszeug machen. Was auch, ja, natürlich, 4 Schalldämpfer braucht man. Hätte es gedacht, 4 Schalldämpfer. Ja gut. Wie dem auch sei, in der letzten Folge habe ich über Klopapier geredet. Ich habe mich so richtig reingesteigert in die Folge und dachte mir, ja, das wird bestimmt vielleicht, wenn es ein oder zwei Leute gucken, dann wird das die freuen, dass ich über mal was Interessantes rede, wie Klopapier, wie quasi Arsch abwischen. Aber nö, aktuell gucke ich mir die Aufrufe an von dem Video, was heute veröffentlicht wurde und bislang, naja, es ist jetzt seit 6 Stunden online und es hat 0 Views. Und das Video von gestern, also ich nehme das hier jetzt am Freitag auf, das Video von gestern, also von Mittwoch, das hat 0 Views und ist schon über 24 Stunden online. Naja, kann man wohl nichts machen, scheinbar ist Sniper Fury wohl kein Spiel, was irgendeinem meiner toten Abonnenten gefällt. Manchmal überlege ich auch, ob ich neu starten sollte mit dem YouTube-Kanal, aber das Problem ist, kriegen wir erstmal Monetarisierung mit dem YouTube-Kanal heutzutage. Du brauchst ja erstmal 1 Milliarde Views, ich meine 1 Milliarde View-Time sozusagen, also diese 4000 Stunden im Jahr. Und da komme ich einfach nicht mehr drauf. Also aktuell habe ich mit dem Kanal hier, also falls ihr dieses Video guckt und euch fragt, ja, ich habe aktuell eine View-Time von, was sagt er? Ja gut. Also, zumindest dieses Statistik-Tool sagt, ich habe 3K View-Time übers letzte Jahr. Und ich sehe schon, bis zum November hatte ich auch noch über 10 Stunden. 10, 20 Stunden am Tag View-Time. Aber ab November 2018 ging es runter auf 8 Stunden am Tag. Und schwankte dann immer so. Und dementsprechend, nö, ich glaube, das geht weiter runter. Ich werde irgendwann wahrscheinlich im Jahr auf 2000 Stunden sein. Aber die Monetarisierung ist schon längst freigeschaltet. Das heißt, YouTube scheint das wohl nicht zurückzunehmen, wenn das einmal freigeschaltet wurde. Das wäre ja auch ein bisschen doof, wenn sie es zurücknehmen würden, weil man ständig hin und her pendelt sozusagen. Das heißt, die Abozahl und die Viewtime hatte ich. Also Monetarisierung. Auch wenn keiner meine Videos guckt. Und, ich mal hier ins... ich guck mal jetzt nebenbei gerade ins Dashboard. Ich hasse übrigens dieses neue YouTube-Studio. Das ist kacke. Aber wem sage ich das? Ihr habt ja wahrscheinlich keinen. Analytics sagt, in den letzten 28 Tagen... Warum eigentlich 28 Tage? Warum nicht 30? Oder 31? 865 Aufrufe und 3187 Minuten Wiedergabezeit. Mit einem kurzen Ansprung, Sprung nach oben am Wochenende. Also das letzte Wochenende. Weil Wochenenden sind ja immer ein bisschen, naja, da ist es warm draußen, da guckt man lieber YouTube. Mal sehen, was? Tipps für deinen Erfolg auf dem Hauptsitz von YouTube? Nee, brauche ich nicht. Eigentlich wollte ich nur in die Analytics gucken. Ja, jetzt kriege ich wieder diesen Hinweis. Oh nein, nein, willst du nicht hier praktisch das neue YouTube-Studio Analytics testen? Nein, auf Classic bleiben. Jedes Mal, wenn ich auf Analytics gehe, muss ich Link anklicken. Was soll das? Ich habe schon diesen nervigen Banner, der oben drüber ist bei den Analytics. Da ist so ein Banner. Also wenn ihr das nicht kennt, da ist so ein Banner, da steht, oh nein, möchtest du dich das neue Analytics ausprobieren? Nein, ich habe Adblock angewiesen, diesen Banner zu entfernen, weil er mich nervt. Weil man ihn nicht los wird. Weil YouTube penetrant und nervig ist. Und ich will dieses Studio nicht, weil das Studio braucht ewig zum Laden. Gut. Ah, hier, ja, da hatten wir 54 Videoaufrufe. Also aktuell, sagt er vor 2 Tagen, also er hat immer die Statistik vom vorletzten Wochenende oder von vorgestern sozusagen. Da sagt er 13 Views auf meine insgesamt, wie viele Videos habe ich jetzt? Was sagt YouTube? 2500. Ja, 2500 Videos und davon, wie viele Views? 13? Wow, das ist, yay, cool. Da freue ich mich doch. Da kriege ich total Bock, weiter Videos zu produzieren. Wenn keiner sie guckt. Yeah, super. Das heißt, diese Folge hier, was will der da eigentlich im Hintergrund machen? Kaufen? Kaufen? Nein. Hallo? Lass das. Ah, er hat den Schwarzmarkt entdeckt. Okay.
Da kann man Sachen kaufen. Erstmal Gold einsammeln. Und ja gut, was macht er jetzt im Hintergrund? Level 13, 14, Upgrade kostet 11.000. Das wird wohl nichts. Was macht er da? Ich habe ja genug schon jetzt über YouTube gelabert. Meine Stimme klingt auch irgendwie ein bisschen heiser. Ich weiß auch nicht. Vielleicht werde ich krank. Wäre eigentlich ein bisschen doof. Gut, die Rakete der UFF muss kaputt bleiben. Schalte drei Techniker aus, bevor sie oben sind. Ja, gut. Wenn die Rakete nicht hoch soll, dann muss man die Techniker... Ja. Gucken wir mal. Einmal Kopfschuss. Hey, there's a sniper on you. Zweimal Kopfschuss. Und... Ah, nein! Wo ist der Sniper? Nein! Das gibt's nicht! Oh, hätte ich doch bloß dem anderen Typen seinen Sackschuss verpasst. Aber nein, nein, ich musste den Sniper ausschalten. Vergangenheits-TBM, echt jetzt. Ja. So, der kann schon mal nicht mehr stören. Einmal Kopfschuss. Zweimal Brustschuss. Und... Nein! Komm schon, mach einen Eierschuss. Nein, das gibt's doch nicht! Alter, jetzt lad doch schneller nach. Na toll, wie soll man die denn da treffen? Ah, da fährt er nochmal hoch. Kann man hier seine Eier besser sehen? Sag mal, wo haben wir ihn jetzt hingeschossen? Wehe, wir haben ihn nicht in die Eier getroffen. Naja, ich würde sagen, das könnte man noch als Eier gelten lassen. Der ist Aufwärtsträger. Das heißt, er schnallt sich den Schwanz mit um den Bauch. So. Und dementsprechend haben wir ihn total den Pullermann perforiert. Ja, gut. Wie dem auch sei, 2400 Scheinchen und 470 XP gibt's dafür. Wer hätte es gedacht? Ich habe auch schon bald diese Folge überquatscht. Oh, Levelaufstieg auf Level 15. Das heißt, die Blitze und sowas wurde wieder aufgeladen. Ja, also könnt ihr euch denken, in Folge 31 morgen wird es wahrscheinlich weitergehen mit entsprechend den Story-Missionen. Aber wir spielen noch ein bisschen Sniper. Wir müssen nämlich noch ein bisschen Gold sammeln im Hintergrund. Ein Verbündeter bringt sich in Stellung. Schalte alle feindlichen Ziele aus und halte die Augen auf nach irgendwas. Keine Ahnung. Ich bringe mich auch gleich in Stellung und zwar zum Schlafen. Denn ist jetzt schon 9:45 gleich und ich sollte so langsam mal ins Bettchen. So. Haha, den haben wir erwischt. Da ist auch noch einer. Kopfschuss. Da ist einer. Ja. Nein, daneben. Da ist einer. Oh, da wird geballert. Hallo? Wo ist denn der? Da schießt irgendjemand, aber ich sehe keinen. Hä, wo schießt denn der hin? Hä? Wo ist denn da einer? Hä? Da oben ist... Bewegt sich da was? Ja. Das ist ja echt super. Da ist auch keiner. Guck mal, der ballert auf irgendwas. Aber worauf ballert der? Ach, da ist der. Ja, einmal den Hintern perforiert. So, gut. Ja. Wird nicht mehr spannender. Ja, einmal im Lauf erschossen. Das heißt, Marathonläufer wird der nicht mehr. Oh nein, den... Komm schon. Ja, einmal tot. Und, ich würde sagen, diese Mission ist gleich vorbei. Wundert euch nicht. Ja, einmal letzter Schuss. Und ich würde sagen, mit diesem finalen Treffer in seine Poperze... Ich sage tschüss, wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen und wenn ihr abonniert, dann vergesst nicht und drückt die Glocke. Ich sage tschüss. Tschüss.